Definitiv sein bestes LPU. Egal was jetzt noch kommt, sein mit Abstand bestes LPU. Wir schauen uns jetzt ein LPU an, was sich die Fashion-Polizei angucken muss. Ich habe bei Andy in seiner Instagram-Story gesehen, dass es anscheinend, für mich ist es Cap, aber vielleicht stimmt es ja, dass es anscheinend das letzte LPU vom Andy dieses Jahr sein soll. Und wir haben Juli. Er will also August, September, Oktober, November, hab ich was vergessen? Dezember. 6 Monate kein LPU raus. Also, sorry, das halte ich für ein Gerücht, weil der Knacks hittet natürlich anders. Aber das soll ein wildes LPU sein. Zumindest sagt das der Chat. Deswegen sliden wir jetzt rein. Fangen wir ganz gediegen an mit der legendären Brand Sani Larry. Ihr kennt es, Freunde, wir lieben die Brand. Ihr kennt die Brand, ihr Freunde, das ist eine der Lieblingsbrands von mir. No joke, ich muss wirklich sagen, dass die Uhr, die Rolex, die der Andy da am Armgelenk trägt, ihm unfassbar gut steht. Es ist ein Accessoire. Boah, wir dürfen nicht vergessen, wir gucken uns gerade einen Andy-LPU an, ne? Die können natürlich immer ganz verrückt und ausgefallen sein. Deswegen bin ich sehr gespannt, ob uns die Sachen Augen, die wir jetzt hier zu Gesicht kriegen, oder ob die hier Sodbrennen auslösen. Paar Jahre, Andy und Klöten, Riesenfans von Accessoires. Habe ich mal random gekauft, frage mich wieso. Es war wieder mal ein random Andy-Cop. Denn es ist ein Ich sag euch ehrlich, diese random Andy-Cops sind so gefährlich, ne? Riesenverpackung, Freunde, für so ein kleines Teil, aber scheiße gehabt. Es ist der Saint Laurent Bone Ring. Es ist so ein Ring, der oh! ist so wie so Knochen. Der ist insane! Also das sind ganz viele. Wow, der ist hart! Das Ding ist on fire! Knochen aneinander gereiht. Bro, der ist krass! Und wer mich kennt, der weiß, ich bin ein Riesenfan von Blut, Knochen, Schmerz. Erstes gutes Piece, was sich Andy kauft. Der Chatty wieder am Front. Nee, der Ring ist krass. Wirklich unfassbar, ein sehr wilder Freunde, Ring. Was wäre es für ein legendäres LPU ohne die Brand Chrome Hearts? Die Herzen aus Chrom. Wir kennen die Brand, wir lieben sie. Und ich habe sogar nicht nur einen Ring, sondern direkt 2 Ringe. Und Freunde, wer hier schon die Insolvenz angemeldet hat wie ich, der weiß Bescheid, dass diese Ringe fabelhaft sind. Schnacke gar nicht so lange rum. Der erste Ring ist... Ah, ja. Freunde, das ist der Rolling Stones Ick Chrome Hearts Ring. Man sieht ganz klein die Details. Da steht so Bitch. Und das ist diese legendäre... Ja, eher mehr so ein Standardring von Chrome. Der Zunge. Die legendäre Zunge, die ausgestreckt ist. Ich sag ehrlich, da fand ich den von Saint Laurent deutlich stärker. Mal oben und unten. Aber kann man halt nice zum Layering verwenden. Ich meine, ich habe ja hier jetzt auch 2 Chromies, Weird Flags an der Stelle. Und der eine ist auch ein bisschen kleiner. Und zum Layering kommt der Knall. Deswegen, das ist nicht der letzte Chromos-Ring. Wir haben noch einen. Das ist auch eine Ikone. Man kennt, Freunde, so ikonisch wie Peso im deutschen Streetwear-Bereich. Es ist der legendäre Chrome Hearts Cross Ring. Also ihr wisst, Chrome Hearts hat ein paar Logo-Symbole, die sie halt immer mit denen man sie immer assoziiert. Das wären zum Beispiel dieses eine Motorcycle Cross. Dann haben wir dieses Classic Cross. Das kennt ihr auch von den Jeans, von den überteuerten 3000 Euro Jeans, die ihr auf Grail kennt. Und ey, auf süß so. Ich mach, Claudio, was sagst du? Ganz strong. Diesen Ring, den er sich jetzt geholt hat, den hatte ich tatsächlich auch schon mal in Paris. Beziehungsweise so einen ähnlichen an, weil passend habe ich mir quasi den Ohrring dazu gekauft. Ich feiere da dieses Kreuz extrem, extrem, extrem. Einer der ästhetischsten Kreuze, die man ja rocken kann. Und hat natürlich auch dieses Branding von Chrome Hearts. Ohne dass man jetzt, sage ich mal, da jetzt irgendwie groß Chrome Hearts draufsteht. Aber Barbaring gefällt mir besser als der erste. Gehen wir direkt weiter, Freunde. Ich habe wirklich weiß, ein legendäres LPUs habe ich Schritt für Schritt gehen wir durch. Gehen wir direkt zu den Hosen, oder? Komm, geh mal, Claudio. Freunde, schaut, wer Andrew Glück kennt. Bis jetzt aber ein sehr, sehr gutes LPU. Also alle Ringe waren nice. Gehen wir rüber zur Brand Capital, Freunde. Meine erste fucking Capital Jeans. Und das ist die legendäre Capital Monkey Jeans. Also die heißt Monkey Jeans, glaube ich. Und was sie ausmacht, sie hat... Die Balenciaga Slides. So mehrere Schichten. Also sie hat so dieses klassische Denim halt. Japanische Denim. Und dann hat sie hier so dieses Distressing. Also sie hat so fehlt. Es ist glaube ich, es sind nicht ganz diese... Nice Hose. Boros. Es gibt natürlich noch viel lautere von Capital, aber ich finde die schreit nicht nach Capital und dafür noch nice. Also ich finde die wirklich nice. Ich bin sehr gespannt, wer die rockt. Das ist klassisch bei Capital Country. Aber es ist wirklich so eine super alltagstaugliche Hose. Hat ja, safe. Stressing hat hier eine Doppelschicht. Also es ist nicht einfach so ein Loch, sondern es ist wie so...
Ihr kennt ja diese Classic Stress, wo es einfach diese Löcher gibt. Aber jetzt die zweite Schicht dazu, Freunde. Das ist so eine Hose, die könnte selbst einen Fußballtrainer rocken und keiner würde den irgendwie exposen. Wisst ihr, wie ich meine? Ich habe mir auch schon häufiger mal vorgestellt, echt Fußballtrainer zu sein. Ich meine, ich bin jetzt 55 Jahre alt. In dem Alter kann man das mal machen. Und imagine, du bist so am Seitenrand, coachst deine Mannschaft und bist einfach jedes Mal in Full Rig oder keine Ahnung, in einfach super wilden Outfits. Das ist eine Marktlücke, Freunde. Kann das mal irgendwer machen? Es wäre so nice. Also, ihr kennt sicherlich die Brand Löwe. Eine super alte Brand. Und das Spezielle bei der Hose ist, Freunde, das ist eine Dreiviertelhose. Also, wer mich jetzt auch kennt über die Jahre, ich bin jemand. Ich glaube, jetzt fängt es langsam an weird zu werden. Ich experimentiere sehr gerne mit Styles, mit Farben, mit Frauen, was. Deswegen, Freunde, habe ich mir eine Dreiviertelhose gekauft. Es ist mal was anderes. Und ich finde es auch geil, weil die ist sehr breit. Die sieht auch sehr breit. Die kann schon kommen. Geschnitten. Also, sie ist. Es ist wirklich so dieser. Die kann schon kommen, no cap. Dieser Left. Wisst ihr, welche Schuhe er zu dieser Hose pullen muss? Andi, wenn du das siehst und du nicht diese Schuhe hast, hol dir diese Schuhe und zieh die mit dieser Hose an. No joke, wäre krass. Hate it or love it, aber das war so der Look, wie ich diese Hose pullen würde. Ich würde die Hose niemals rocken, also rocken schon, aber niemals selber koppen, weil dafür ist mir die zu weird. Jetzt haben die Schuhe nicht mehr, oder was? Jetzt gönn mir das doch mal hier, aber auch mal hier. Ganz schnell. Ich sag ehrlich, Freunde, eins in den Chat, wer fühlt. Guckt euch nochmal die Hose an. Hier ist die Hose, Freunde. Diese Hose so dreiviertelmäßig. Und jetzt diese Schuhe dazu. Diese Schuhe. Hate it or love it, die würden krank kommen. Die würden sexy dazu kommen. No joke. Die Schuhe sind 0 von 10. Oh mein Gott. Die Schuhe sind anders nice. Die sind anders nice. Ich hätte keine Ahnung, was soll ich euch sagen. Deswegen, Freunde, ich werde diese Hose sicherlich mit so einem Hemd tragen oder Unterhemd. Auf entspannt im Sommer. Super Ding, oder Claudio? Sind wir dabei? Völlig klar. Glaubt es mir, die Loafer dazu kommen knackig. Also eben, Freunde, JWN, also Löwe, ist eine teure Brand, was ich noch machen, aber Freunde, das ist so ein Piece. Aber kann man die nicht runterziehen? Ja. Doch, das könnte man, glaube ich, auch runterziehen, aber machen wir gar nicht, Freunde. Wir tragen die so, wie sie gedacht ist. Und wir haben heute wieder eine neue Brand. Es ist die Brand 032C. Das ist eine Brand, die vielen was sagt, weil es ist eine deutsche Brand und auch eine Brand, die sehr, sehr eine reiche Geschichte hat. Also angefangen mit diesem Magazin, was auch heute noch präsent ist. Wissen, glaube ich, echt viele nicht, dass 032C eigentlich ein Magazin ist, was auch tatsächlich international seine Käuferschaft findet. Die haben schon echt crazy Cover gehabt. Ganna war mal da, Bella Hadid war mal da und wirklich international ganz verrückt. Und 032C heißt die Marke deswegen, weil das Magazin hatte ja einen bestimmten Farbton an Rot, den wir hier auch am Tag sehen. Und das ist quasi dieses Kürzel. Sehr, sehr vertreten ist auch von Rappern wie UFO oder anderen bekannten Leuten. Also Marc Göring ist, glaube ich, auch einer der Gesichter von 032 und Maria Koch. Ja, Marc Göring hat, glaube ich, da mal Styling gemacht, beziehungsweise auch war da auch, glaube ich, im Creative Team. Grüß geht raus an die, weil sie es nicht schauen werden. Aber Freunde, es ist eine Bomberjacke. Und wieso habe ich mir diese Jacke gezogen? Weil ich bin großer Bomberjacken-Fan und ich hatte lange keine Bomberjacke mehr. Also letztes Mal war es so. Ey, ohne Witz, nice Bomberjacke. Alter, kann man vor so 4 Jahren. Und wisst nice noch, Bomberjacke. Ich dachte, ich finde auch nice, dass sie weiß ist. Mir so, ich habe Bock auf eine Bomberjacke, aber welche? Und dann hatte ich Bock auf diese. Fitting ist cool. Die Vêtement Alpha Bomberjacke. Ah. Die aus 2016, 17, 18. Sie hätte vom Fitting noch crazier, noch oversized sein können. In diesem Bereich. Und ich dachte mir so, ich hatte eben mal eine, ganz, ganz lange her. Und ich dachte mir so, soll ich mir echt noch meine kaufen oder soll ich was Neues holen? Und ich war... Ich finde auch das Branding bei der nicht schlimm. Taugt mir also, irgendwie. Also, I don't know. Nicht, weil der Preis war so bei 1000 Euro plus minus. Und da habe ich diese Jacke gesehen und ich dachte so, ey, why not? Wisst ihr, was ich momentan feier? So ein bisschen dieses Uniform-Team-Kind of Vibe. Wisst ihr, wie ich meine? Das bedeutet, stell mal vor, ihr seid so mit eurer Clique am Start und jeder hat so, der eine hat einen Hoodie an, der andere ein T-Shirt, der andere einen Zipper, der andere eine Jacke und überall steht hinten beispielsweise dieses 032C Workshop Backstage. Das ist so dieses bisschen Uniformierung, aber auch dieses bisschen so, wir sind eine Fußballmannschaft und haben alle so dieses selbe Branding, beziehungsweise sind so im selben Verein und haben dann halt quasi so representen das. Ich weiß nicht warum, aber fühle ich derzeit einfach.
fühle ich wirklich derzeit, warum auch immer. Also außer da ist halt plakativ irgendwie, keine Ahnung, so ein auf einfach Balenciaga oder so drauf. Aber weiß ich nicht. Vielleicht kommt es auch irgendwie jetzt mit der Zeit bei mir wieder, weil ich das geisteskrank lange nicht gefeiert habe, aber so diesen Gedanken, der etabliert sich irgendwie momentan. Und ihr wisst, ich bin auch nicht der größte Fan von jetzt irgendwelchen großen Logos oder so. Wegen Kanye, was hat denn Kanye damit zu tun? Kanye rockt doch derzeit All Black Everything Balenciaga. Das LPU wäre kein LPU ohne ein schönes Hider-Piece. Ja, ey, wild. Ich habe hier eine, wie heißt die? Sehr nice, sehr, sehr nice Pickup. Bei Gott, nur wilde Sachen hat er sich. Freunde, es tut mir leid, ich war gestern wieder mal feiern, wieder mal aufnehmen. Freunde, deswegen habe ich die Wörter nicht im Kopf. Ich glaube, der ist aus 2015 oder so. Da waren die Cuts noch so nice. Aber es ist eine alte Jacke, also eine alte Zip-Jacke, Zip-Hoodie. Es hat wieder vorne, hast eine Baumwollwisch, also Baumwoll und Viskose-Mischung. Es ist super. Also ihr wisst ja, Freunde, ich habe schon die pinke Version, die violette Version und jetzt noch die weiße Version von der. Das sind alles verschiedene Seasons. Aber bei der ist vorhin einfach der Schnitt wunderschön. Den hat Kelly, glaube ich, in schwarz double layered. Ich weiß nicht, ob der double layered ist. Aber Freunde, Heil Ackermann Zips sind legendary. Und auch der ist super wild. Auch geil, dass er wieder weiß ist. Hätte ich mir 1:1 so gut. Es ist ein Klassiker. Ich liebe diese Zip-Hoodies von Haider. Für den richtigen Preis würde ich jedes Stück nehmen. Plus das Ding ist, was man nicht vergessen darf. Die Sachen haben einen Baba-Fit, aber sie sind super alltagstauglich. Für so ein bisschen Spazass im Fit. Für den Alltag super nice Dinger. Jeden Haider Ackermann Zip, den ich habe, kann man Tag ein, Tag ausrocken. Freunde, da haben wir schon die nächste und die letzte Brand mit Oberteil von der Jill Sander. Ich habe mir eine Jill Sander Lederjacke gezogen, eine Bikerjacke. Und Freunde, ich dachte mir, ich möchte mir für den Sommer für so einen Sommerabend so eine leichte Lederjacke finden, wo du einfach so auf Unterhemd ist nicht schlecht, die Jacke. Schmuck ein bisschen tragen kannst. Du gehst so ein mein Parfüm. Oh, das ist krass, Freunde. Das zu dieser Jacke noch das perfekte Tom Ford Ombre Leather. Es ist nice. Glaub mir, Freunde, das gibt mir so low-key bisschen Zara-Vibes, um ehrlich zu sein. Aber wenn die Qualität stimmt, kann man die safe rocken. Ist halt eine Biker-Jacke, ne? So hate it or love it. Also eine Biker-Lederjacke. So mit diesem typischen Kragen, den Reißverschlüssen hier an der Seite. Aber kann man mit dem richtigen Fit, mit einer engeren Hose, mit Boots, Cowboy-Boots vielleicht auch, super nice rocken. So on so ein Date, du hast so eine junge Dame, eine Blondine, so die hat so ein Kommt, nice. Auch steht ihm, passt ihm auch perfekt. Higgins Arm, ist so eine McQueen. Die darf halt eben nicht, so gerade die, nicht so super oversized fitten oder so, sondern die muss halt wirklich so ein bisschen diesen Hedi-Vibe geben. Beans und so. Das macht sie. So diesen auch so ein bisschen diesen Rocky-Look. Es ist ein Traum, es ist etwas, was ich mir wirklich erfüllt habe. Meine ersten Guidi Boots. Wer Andy kennt, der weiß, Andy ist ein riesen Fan von Boots. Meine ersten Guidi Boots. Aus Horstleder, also aus Pferdeleder. Und müssen wir jetzt nicht kommen mit Peter da. Ich kann mir vorstellen, dass dieser Schuh vielleicht nicht jedermanns Sache ist, aber auch der ist super nice. Peter Dorf, ich komme so oder so in die Hölle, ob wir es wollen oder nicht. Ich habe schon meinen Platz reserviert neben Michael Jackson und Saddam Hussein. Deswegen, Freunde. Es wäre kein NLPU ohne gute Vergleiche. Deswegen, Freunde, es sind die Front Zips 210er. Und ihr kennt sicherlich von Instagram die ganzen P12er oder P14er. Ich weiß nicht, welche genau die bekannt sind. Aber es gibt wirklich tausende Modelle. Am besten geht ihr selber auf die Website von Guidi und schaut euch mal um. Problem halt bei Guidi ist, dass die Sachen schweineteuer sind, ne? Ich glaube, ein Boot kostet locker mal 2.000. Vielleicht auch 3. Ja, ist halt schon schmerzhaft. Aber wie gesagt, Freunde, davon habt ihr länger was. Und ich muss sagen, den er sich jetzt geholt hat, ich hätte mir einen anderen geholt, aber kommt. Wirklich, ich finde auch den Front Zipper super nice. Ist halt so Guidi-typisch. Krass. Definitiv sein bestes LPU. Egal, was jetzt noch kommt, sein mit Abstand bestes LPU. Diese Dinger, also die Jill Sander-Jacke überlebt 50 Jahre und diese Stiefel überleben noch den vierten Weltkrieg. Glaub mir, Freunde. Wenn ich irgendwann rekrutiert werde für den Weltkrieg, ich nehme genau diese Boots, damit ich schön Kanonenfleisch rein kann in Guidi-Boots. Ihr kennt's. Schaut, Freunde, ihr fahrt euch sicherlich. Okay, ich glaube, jetzt müssen wir uns anschauen. Andy, wie kannst du so ein geniales LPU beenden? Es muss würdevoll enden. Und ihr wisst, würdevoll enden wird nie was, außer dieses LPU. Deswegen, Freunde, für was ist Andy bekannt? Andy ist bekannt für Models, für Fronts, für Kritikvideos. Aber am bekanntesten ist er für seinen genialen, beschissenen Style. Dazu gehören auch mit seinen abgeranzten Modegeschmack. Genial beschissene Schuhe. Es sind die Jeremy Scott Panda Dunks aus 2010, 2011, irgendwie so. Mit dem Stirnband, schwarz-weiß, Panda. Und ihr kennt sicherlich, Freunde, alle die Panda Dunks, jede Frau. Ja, sehen halt so aus wie so Plüsch,
Hausschuhe, die man sich für einen Zehner bei Nanunana gekauft hat. Gefühl trägt in letzter Zeit. Aber Freunde, hier haben wir die einzig wahren Pandas. Stofffell. Ey, zum Ende nochmal reinscheißen, dachte sich Andi. Also Fellstoff, Stofffell, Fellstoff irgendwie so. Der schöne kleine Pandy am Smilen, der dich umarmen möchte. Die kannst du rocken, wenn du bei Ikea unten in der Kinderabteilung arbeitest. So, die Eltern wollen einkaufen, gehen ihre Blag ab und du hast diese Schuhe an, um direkt sympathisch, frisch und nett rüberzukommen. Freunde, so schaut dich dein Sohnemann an, nachdem du ihn 18 Jahre lang stehen lassen hast, weil du Zigaretten kaufen musstest. So wart ihr am Flughafen. Ja. Ey, es ist einfach ein super Schuh. Glaub mir, das ist einfach ein Statement-Schuh. Ich habe noch die Classic, also ich habe noch die anderen, die braunen Dunks. Die braunen B. Ja, Bro, die sind alle Schuhe von Jeremy Scott, Adidas Collab. Und ich musste einfach die noch kaufen. Weil ich habe die in meiner Größe gefunden, meine Größe immer noch sehr... Der Bruder hat einfach sogar ein Stirnband auf, achtet mal. Sehr selten, 46, 47, findet man kaum. Aber diese Schuhe, einfach ein Traum. Was kostet der Bums? Boah, ich kann mir jetzt wirklich vorstellen, dass er so ehrenlos teuer ist, ne? Ich glaube, das ist der, ne? Nur halt in einem anderen Colorway. 6.000 Euro, nicht ihren Ernst. Nee, also, da bin ich raus. Aber, ich sag ehrlich, wildes LPU. No cap. Ignoriert man den Schuh, diesen Panda-Schuh und die Loewe Pants, sei geschenkt, dann ist da wirklich nur wilder Stuff dabei. Bis auf diese zwei Sachen sind das alle Pieces, die ich mir auch tatsächlich selber holen würde. Die Guidi Boots, 10 von 10. Jessander Bikerjacke, auch sehr wild. Die 032C Bomberjacke. Baba Alltagspiece in weiß. Kapital Denim, sehr nice. Die Ringe, sehr, sehr nice. Ich fühl's. No joke, ich fühl's. Wirklich Baba Pieces. Endlich mal ein gutes LPU von Andy. Dankeschön dafür.